Guten Morgen! Heute möchte ich wieder einmal meine Erfahrungen mit nun 6 Wochen Rohkosternährung teilen und ein Statement verfassen. Viele von Euch spielen ja auch mit dem Gedanken, den Rohkostanteil zu erhöhen oder eventuell auch komplett auf eine Rohkosternährung umzuschwenken und ja, so gut wie keine gekochte Nahrung mehr zu sich zu nehmen. Die Entgiftungserscheinungen, von denen ich vor 1-2 Wochen berichtet habe, sind nun auch wieder etwas zurückgegangen. Aber diese waren bei mir, und das kann ich als Feedback mal so stehen lassen, rein äußerlich. So etwas wie Kopfschmerzen oder irgendwelche inneren Beschwerden hatte ich überhaupt nicht. Der große Unterschied zur normalen veganen High Carb Ernährung ist, dass man sich nicht nur fit und kräftig fühlt, wie es wahrscheinlich ja, mit jeder High Carb Ernährung der Fall ist, also auch mit Fleisch, sondern durch die High Carb Rohkost auch irgendwie agiler, tradiger, unbeschwerter, leichter ist, wird. Und das obwohl ich Stand heute überhaupt kein Gewicht durch die Rohkost verloren habe, was auch nicht dramatisch ist, aber es muss dennoch anzumerken sein, da viele ja aus einem reinen Abnehmgedanken eine vegane oder rohköstliche Ernährung anstreben. Aber das, da muss ich wirklich sagen, und ich spreche da aus jahrzehntelanger erfolgreicher Abnehmerfahrung. Wer mein Video, wie ich von 165 Kilo auf unter 100 Kilo abgenommen habe, mittlerweile zumindest, damals waren es nur 105, den sei das Video in der Infobox noch einmal ans Herz gelegt. Also da muss ich wirklich sagen, reicht eine Ernährungsumstellung meist nicht aus. Wer dauerhaft abnehmen will, der muss was ändern im Kopf, der muss zu sich selbst finden, der muss wirklich spüren, was er will, entsprechend daraus auch die Disziplin und das rausziehen und auch wissen, was für ihn gut ist und auch das Gute für ihn wollen. Sehr viele Menschen sind sehr destruktiv unterwegs, ohne dass sie es zugeben wollen. Siehe auch mein Video vom Samstag, wo es darum geht, erfolgreich zu werden. Keiner würde sagen, ich bin destruktiv und deshalb will ich erfolgreich werden. Und um zu sich zu finden, muss man auch sich beim Essen auf das Essen konzentrieren. Und das ist wirklich die beste Möglichkeit, wenn es euch darum geht, abzunehmen. Das ist auch relativ egal, wie man sich ernährt. Aber wenn man sich wirklich auf das Essen fokussiert und das Feedback des Körpers genau beobachtet und analysiert, dann findet man zu sich und nimmt auch ab. Wenn du dann nicht abnimmst, dann konzentrierst und fokussierst du dich zu wenig oder deine Körperwahrnehmung ist durch äußere Faktoren zu sehr gestört. In dem Fall musst du die Dinge in deinem Umfeld ändern, ja, die quasi diese Überlagerung da auslösen könnten. Das ist natürlich eine sehr komplexe Sache und nicht für ein 5 Minuten Video, aber letztlich musst du dann dir um die Ernährungsweise keine Gedanken machen, sondern immer einfach nur verschiedene Arten einfach mal ausprobieren und diese und ihre Wirkung auf deinen Körper dann erstmal kennenlernen. Und letztlich wirst du dann auch bei der Rohkost als optimale Ernährung landen. Ob du dann auch wirklich gar keine gekochte Nahrung mehr zu dir nimmst, das hängt dann auch davon ab, wie sehr du wirklich diese Abwägung Gesundheit versus Genuss für dich triffst. Aber das gilt natürlich nur für gesunde Menschen. Wer unter einer Krankheit leidet, darf natürlich ohne Kompromisse sofort auf die Rohkost wechseln. Die Rohkost ist mit Sicherheit die gesündeste und vitalstoffreichste Ernährung und, und dann sollte man erstmal wieder gesund werden, bevor man dann den Genüssen der Kochkost nachgeht, die ja zweifelsohne vorhanden sind. Wenn Euch die letzte Motivation fehlt und das obwohl Ihr krank seid, dann geht mal zu einem Rohkosttreffen. Das sind meist sehr viele, die von einer Krankheit auf die Rohkost gekommen sind und sich entsprechend heilen konnten dadurch. Und wer dann immer noch zaudert und sich nicht überwinden kann, der sollte sich dann auch irgendwann eingestehen, dass er zu stark manipuliert ist, um gegen diese neuronalen Netze anzukämpfen und seine Krankheit und die Konsequenzen einfach akzeptieren und über ein positives Mindset noch alles rausholen, was geht. Wer aber noch genug Kraft sich erhalten konnte und einen freien Willen besitzt, der sollte im Krankheitsfall auf jeden Fall die Rohkost ausprobieren. Also ich spüre nach 6 Wochen bereits eine unglaubliche kernige Vitalität, obwohl ich jetzt mit fast 40 eigentlich langsam zu degenerieren beginne und dass die Zeit ist, wo die meisten in meinem Alter, wenn ich mich so umschaue, anfangen ihr Bäuchlein zu bekommen, unter Burnout zu leiden, die ersten schwerwiegenden Zivilisationskrankheiten auftauchen und so weiter. Bei mir ist das quasi das Gegenteil der Fall. Ich habe natürlich keine Ahnung, inwieweit meine 35 Jahre lang exzessiver Fleischgenuss und vor allem die Massen, die ich gegessen habe und verarbeitet sind und vielleicht schon irgendwelche Krebszellen aktiviert oder manifestiert haben und inwieweit meine Arterien schon zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aber das ist auch nicht relevant. Es geht bei der Ernährung und der Gesundheit von sich selber betrachtet nicht um ein absolutes Endziel, sondern immer darum, das relative Maximum rauszuholen. Und wenn es eine Verzögerung des Wachstums und des Ausbruchs der Krebszellen sind oder der Ausbruch einer Autoimmunkrankheit,
Man kann nicht alles heilen, schon gar nicht jeder kann alles heilen. Zu mannigfaltig und unübersichtlich sind die äußeren Einflussfaktoren. Aber man kann nach bestem Wissen und Gewissen handeln und einfach das relativ Maximale aus seiner Gesundheit rausholen. Ich spüre auch im Rahmen der Umstellung eine gesteigerte Produktivität meiner Leistung. Während ich schon dachte, dass ich mit meinen täglich mittlerweile durchaus arbeitsintensiven Videos und der zugrunde liegenden Recherchen schon am Zenit der Belastung angekommen bin, Belastung ist hier positiv gemeint, ne? Es ist ein unglaubliches Privileg, diese Arbeit ausführen zu können, ich wiederhole das immer wieder, habe ich jetzt noch Instagram als neues tagtägliches Projekt hinzugenommen. Zum einen, weil ja immer mal von Euch die Frage kam und zum anderen, weil manche sich ja einfach nicht die Zeit für Videos nehmen wollen und lieber durch kurze Infos und Bilder und dem daraus entwickelten Erleben für sich selber ein Lebensgefühl entwickeln und ableiten. Und das ist ja mein Ziel. Den Instagram Link den findet ihr unten in der Infobox und wenn ihr mir also täglich über die Schulter schauen wollt und folgen wollt, dann könnt ihr mich da auch abonnieren, so denn ihr denn in dieser Plattform unterwegs seid, also die tägliche Dosis Rogan dann. Weiterhin habe ich nun innerhalb der Rohkosternährung viele Sachen ausprobiert und einige Dinge neu kreiert, die ich auch unbedingt in den nächsten Wochen als Rezept posten möchte. Da sind wirklich gute und praktikable Sachen dabei und wirklich auch einfach zu handhaben, was für mich sehr wichtig ist, wie zum Beispiel ein Rohkost-Sushi, was man sich schnell wirklich zwischendurch mal rollt. Dann habe ich noch einen herzhaften Kaugummi auf Auberginenbasis. Und noch einige kleinere Tipps und Tricks, die man sich so aneignet. Und es wird dadurch immer, also es wird nicht immer schwerer bei der Rohkost zu bleiben, sondern es wird immer einfacher. Also, aber eine Sache ist wirklich elementar für eine gesunde und vollwertige Rohkost. Viel grünes Zeug, das muss ich unbedingt noch loswerden. Ich sage es immer wieder, aber es kann nicht genug betont werden, weil ich es auch häufig anders sehe. Wenn ihr nur auf Obst setzt, ohne Wildgrün oder zumindest Grünkohl, Spinat und Co., dann wird es über kurz oder lang schwer, weil die Agilität und die unglaublich motivierende eigene Dynamik, das fehlt dann. Dann bleibt es einfach bei einer High Carb Power ohne das tiefe agile Grundelement, was gerade für den Geist so wichtig ist. Klar, so ein Obstteller sieht geil aus und schmeckt total gut, aber das wirklich Wichtigste ist Wildgrün. Das ist das, was auch draußen wild wächst und was nicht gezüchtet werden müsste und was oft resistent gegen Schädlinge ist und was die Sonnenenergie in Chlorophyll speichert und sich in eurem Körper zu einer intensiven Grundsubstanz manifestiert. Nachher kommt noch mein Food Diary von letzter Woche und wenn ihr immer aktuell sehen wollt, was ich esse und Euch immer mal eine Portion Inspiration oder Motivation zur Rohkost abholen wollt, dann eben entsprechend Instagram. Da ich wirklich versuche alle nennenswerten Mahlzeiten, auch kleinere Experimente und Sachen, persönliche Sachen auch da zu posten. Auf Facebook natürlich auch logisch. Der YouTube-Kanal ist aber nach wie vor das Komplettpaket meiner Roganen Einstellung und entsprechend ist die Rohkosternährung einer der wichtigsten Eckpfeiler, aber auch die geistige Evolution und die Manifestierung eines bewussten Lebens außerhalb der Ernährung ist ebenso wichtig. Und die Videos sind natürlich gerade wie ihr letzte Woche wieder gesehen habt, teilweise schon durchaus anspruchsvoll und sicherlich nicht der typische YouTube-Kanal, wo man sich berieseln lässt. Wer hier abonniert, weiß, worauf er sich einlässt und dass er auch tatsächlich gefordert wird, um sein Leben zu pushen und aber auch irgendwo Avantgardist ist, der vorausgeht und die Dinge auch umsetzt, die eine träge Gesellschaft erst Jahrzehnte später vollziehen kann. Die vegane Ernährung hat es bewiesen. Ich wünsche Euch noch eine tolle Woche mit vielen Erfahrungen und bewussten Reflexionen und dass ihr weiter das Geschenk des Lebens und dessen Nutzen für Euch maximiert, indem ihr einfach Freude an dem habt, was ihr tut. Auch wenn andere sagen, dass es besser geht. Ihr und Euer Gehirn bestimmt, was das Beste ist. Und daher kann jeder für sich das beste Leben leben. Das soll es für heute von mir gewesen sein. Ich wünsche Euch einen tollen Start in die Woche. Wenn ihr wollt, verfolgt mich auf Instagram oder bleibt hier bei YouTube treu. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.